Servus Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir, Space Ranger. Ja, heute ist ein etwas anderes Auto dran. Oh, Copyright. So, heute ist nämlich der RT-3000 dran, wenn ich das jetzt richtig gesagt habe, nicht, dass ich jetzt hier voll das falsche Auto sage. So, nehmen wir mal die nächste Tuning-Werkstatt, bevor ich jetzt hier quer durch Los Santos fahre oder auch nicht. Und dann tunen wir den RT-3000 mal so richtig schön auf. So, reparieren natürlich, weil ich nicht fahren kann. Dann Bremse natürlich. Hau mal die Rennbremse rein. Ich bin jetzt eigentlich für das hier. So, dann schauen wir mal. Sir, die haben ihre Heckstoßstange verloren. Da ist sie wieder, aber nur halb. Ach Gott. Das sieht irgendwie so hässlich aus. Das wäre vielleicht für dieses Tuning, wo Teile einfach ab sind, weil ich halt so überhaupt nicht. Das ist vielleicht hier für Wreckfest geil, wenn du so Derby-Crash-Rennen fährst, aber jetzt so für Tuner. Aber ich finde, es gibt nicht wirklich eine richtig geile Heckstoßstange. Ja, ich glaube, ich bleibe beim Sport. So, Motor. Serienmäßig rot. Lassen wir mal den serienmäßig rot, weil rot bringt mehr PS. Da vorne können... Oh. Lassen wir rot. Aber offen. Das werden wir mal die Motorhaube aufmachen, dass wir auch was zum Zeigen haben. Standard Luftfilter. Ah, ist ein Kammerfilter. Ja. Aber der Standard Luftfilter sieht nicer aus, finde ich jetzt. Gefällt mir besser. Motorabstimmung natürlich das Maximum hier. So, Auspuffrohre. Nur eine Seite sieht ja bescheuert aus. Wenn muss da schon zwei, dann nehme ich glaube ich... Na, ich glaube die kleineren reichen für den. So, Scheinwerferabdeckung. Also wir belassen den ja bei gelb, deswegen mache ich es jetzt einfach mal gelb. Kotflügel. Einfach ab. Ich glaube, du kannst dieses Auto komplett auseinanderbauen. Also wenn man noch mehr Teile abbauen kann, dann würde ich tatsächlich so einen Aufbau einfach mal machen, wo einfach alles ab ist, was abgeht. So ein bisschen an die alten Panto-Zeiten. Da haben auch alles abgemacht, was abgeht. Einfach nur, weil es besonders war. So, Kühlergrill. Ha, den sehen wir natürlich nicht, wenn wir alles dran gebaut haben. Drift, Dreifacheinlass, Motorhaube entfernen. Ja, ich glaube, so ein Aufbau, wo alles entfernt ist, muss ich mir gönnen mit dem. Ich hätte halt das gerne, aber mich stört es, dass das auf der einen Seite nicht ganz symmetrisch ist. Naja, egal. Innenraum. Schwierig. Ich schwanke tatsächlich hier beim letzten. Ich glaube, das nehmen wir. So, Spiegel. Ha, schade, dass man die nicht abmachen kann. Ja, jetzt gedacht, die kann man abmachen. So, Metalle nehmen wir natürlich. Gebürstetes Gold erstmal drauf. Dann Ausstattungsfarbe. Was haben wir denn da? Nee, eigentlich nicht so was Auffälliges. Nehmen wir mal Steinsilber. Zen-Farbe. Ich glaube, ich bleib bei Rot. Crew Emblem brauchen wir nicht. Lackierung, Sekundärfarbe brauchen wir auch nochmal. Hier Metalle. So, und dann brauche ich meine Liste. Colorpunkt. Meine Colorliste. Und dort suchen wir uns mal. So, probieren wir mal hier Toxic Yellow aus. Das Auto, habe ich ja gesagt, sollte bei Gelb bleiben. Oh ja. Aber dann brauchen wir, glaube ich, ein anderes Design für. Da sieht man so wenig vom Toxic Yellow. Na, ich glaube, da passt das Design besser. So, dann ganz wichtig, was haben wir als nächstes? Die Splitter vorne. An der Seite. Also nicht die Gunzone, weil die verdecken das schöne toxische Gelb.
Oh, ein Sex-Spoiler. Da würde ich aber tatsächlich einen nehmen wollen, der die Farbe widerspiegelt. Also zack. Sonnenblenden. Yep, we take it. Hä, tiefer geht er nicht? Tiefer geht er nicht? Ich hätte hier mehr erwartet. Schade, schade. So, Reifen. Reifen, natürlich. Reifen. Open Wheel. So. Natürlich. Open Wheel. Was sonst? So, jetzt. Weiß ich nicht. Reifenfarbe, geht das? Irgendwie. Taxigelb. Na, das ist dann nur der Rand. Egal. Wir belassen es bei dem. So, und fertig ist unser Auto. Nice. So. Das nutzen wir natürlich als hübsches Cabrio. Die Formel 1 Felgen. Oder Reifen. Einfach zu geil auf dem Auto. Scheiße. Ich sollte vielleicht beim Fahren nicht auf die Reifen schauen, sondern auf die Straße. Da würde ich an dieser Stelle sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Gebt dir die Like-Button noch ein High-Five. Das war's von mir. Ciao. Haut rein.